Hi, grüß euch nochmal. Na, ihr werdet mich lieben. Besonders wenn ich euch sage, dass es um die Rotation eurer eigenen Windräder geht. Das heißt, es darf nicht sein, dass wir einander ins Gehege kommen. Es war gerade ziemlich ironisch gemeint, als ich sagte, ihr werdet mich lieben. Natürlich tut ihr das nicht und das ist auch richtig so. Es geht um die Rotation deiner eigenen Windräder und alles, was andere sagen, alles, was andere tun. Alles, was dir vielleicht noch auffällt, das interessiert dich extrem peripher. Mit anderen Worten, es interessiert dich überhaupt nicht. Es spielt sich im äußeren Rand deines eigenen Bewusstseins, deines eigenen Daseins ab. Alles, was dich angeht, beginnt deine Windräder mit einer enormen Schnelligkeit rotieren zu lassen. Ich sagte ja schon mal, es geht um die Kristallschwingung. Ich wusste damals nicht, wie recht ich damit hatte, aber es stimmt. Tatsache wird in deiner eigenen Rotation, in deiner eigenen Drehung, deine Gedanken, die kreisen ja dauernd um was. Und am besten kreisen sie um dich. Du würdest dich selbst auch viel zu hoch schätzen, viel zu sehr lieben, innigst lieben, als dass du nicht alles, was passiert, sofort auf dich beziehst. Sofort. Und sofort entscheidest du, du triffst sofort Entscheidungen, das will ich auf gar keinen Fall. Was mir da erzählt wird, das kommt gar nicht in die Tüte. Das kommt hier schon gar nicht in meine Rotation rein, denn das würde mich ja verlangsamen. Ich weiß nicht genau, was an die Leute heute so erzählen, was so an der angesagten Society gerade los ist. Null Ahnung, keine Ahnung. Denn genau das ist das Ding, wenn ich das alles ernst nehmen würde, dann würde das meine eigene Drehung um mich selbst wahnsinnig verlangsamen. Dann wären aber meine eigenen Windräder, um es mal so auszudrücken, gar nicht mehr so schnell. Und da müsste ich ja jeden Mist ernst nehmen. Je langsamer meine eigenen Flügel drehen, desto mehr fallen mir alle Missstände auf. Und dann fühle ich mich sofort bemüßigt, das alles aufzuräumen. Darum ist auch wohl das, was ich in den letzten Tagen oder Wochen, vielleicht sogar Monate gesagt habe, manchmal so inkohärent. Es scheint sogar keinen Bezug zueinander zu haben. Das kann es auch gar nicht. Nicht in meiner Schwingung. Nicht in meiner Drehung. Ich meine, ich versuche das ja also halt abzubremsen, um noch einigen das so weit so als möglich zu erklären. Aber im Grunde genommen geht das gar nicht. Als ich 12 Jahre alt war, habe ich den Film Poltergeist gesehen. Da war ich, also ich durfte ihn natürlich nicht sehen, aber wie das eben so ist, man guckt ihn sich natürlich trotzdem an. Und ganz am Ende des Films taucht es, glaube ich, auf, dass alle Gegenstände in einem Kinderzimmer sich unglaublich schnell um sich selbst drehen. Und da gab es eine drollige Szene. Ein Spielzeugpferd drehte ebenfalls in diesem tollen Wirbel mit und hielt da bei der völlig entsetzten Familie kurz an. Familie hatte Kurs und rannte so weiter in diesem tollen Reigen. Es war, wie gesagt, ein augenzwinkernder Gruselfilm, glaube ich. Wie es auch immer ist, genau darum geht es. Alles rotiert, alles dreht sich, alles dreht sich, alles erfüllt sich, alles geht rasend schnell von sich. Je langsamer nun unsere eigenen, sagen wir mal, Windräder sind, desto mehr kriegen wir jeden Missstand mit. Und darum sagte ich auch, einige werden mich hier lieben, wenn sie andauernd damit beschäftigt sind, andauernd alles andere für ernst zu nehmen. Die werden mich hassen. Denn das, was ich sage, bringt Menschen hoffentlich dazu, nicht mehr alles, was mit ihnen gar nichts mehr zu tun hat, auch noch ernst zu nehmen. Darum mache ich den ganzen Quark hier, ja. Und wenn ich sage, wenn einige sagen ja, Mensch, oh, sag mal, ich finde dich toll, du bist so klasse. Einige sagen das ja. Mann, ihr findet euch klasse. Das ist ja der Fun an der ganzen Sache. Man könnte sagen, alles, was alle anderen zu mir sagen, kommt in meine Schwingung, sobald sie diese Schwingung nicht verlangsamt, ist aber trotzdem noch am Rande und inspiriert andere, ebenfalls relativ schnell zu rotieren, ebenfalls schnell zu drehen, wobei sie mich in meinem Zentrum überhaupt nicht wahrnehmen. Müssen sie auch nicht. Es geht nicht darum, dass sie in meinem Zentrum sind, es geht darum, dass sie in ihr Zentrum sind. Es ist wie eine, es ist eigentlich, wenn man sich das vorstellen kann, wäre das, wenn ich richtig gut malen und zeichnen könnte,
dann würde ich ein Bild von lauter Zahnrädern malen, in die alle sich unglaublich schnell in die alle unheimlich schnell drehen. Mal die einen in die eine und die anderen in die andere Richtung. Das ist vollkommen normal. So ein Bild wäre in der Tat so, dass das ein Windrad in die eine Richtung und das andere in die andere Richtung dreht. Aber eins ist eine Inspiration für das andere. Das eine Zahnrad greift in das Räderwerk des anderen. Und so hält sich die ganze Maschinerie im Gang. Nur bei uns geht das so langsam. Weil keiner darauf achtet, dass es um die eigene Drehgeschwindigkeit geht. Nun kann ich aber aus lauter Bemühen, meine eigene Rotation in die Geschwindigkeit zu bringen, die ich also wirklich haben will, nicht alle anderen in ihrer eigenen Drehung verlangsamen. Ich kann nicht anfangen, bei anderen ein echter Störfaktor zu werden und anfangen, alle Menschen nach Möglichkeit zu beschweren. Und dann komme ich auch noch mit einem Katalog von Dingen an, die mich dazu, ja, befähigen, weil ich, was weiß ich, irgendwas geworden bin. Der mich dann vom Amtsleben dazu betraut, Menschen das Leben immer ordentlich schwer zu machen. Dann kann ich, wenn ich damit betraut bin, wenn ich damit mit diesem Mist da festsitze, dann sitze ich in der Tat fest. Meine Flügel schlagen oder rotieren nicht mehr. Das ist nun mal so ein Ding, dass wir das hier nicht hingekriegt haben, dass wir Menschen von Anfang an sagen konnten, worum es geht. Keiner, der weiß, dass es um die Rotation seiner eigenen Windräder geht, würde anfangen, Drogen zu verkaufen. Niemand würde einen anderen mehr erpressen. Niemand würde einen anderen mehr irgendwelche Sachen androhen oder würde auf das Geschwätz von anderen hören und daraufhin selbst in Aktion treten. Daraufhin verlangsamt er nicht nur seine eigene Rotation, sondern verlangsamt auch alle anderen und schon stecken alle Räder im Schlamm. Um Otto Walkes zu zitieren. Alle Radierpinsel sind im Klo. Mit anderen Worten, alles ist irgendwo voll daneben. Das ist einfach alles nichts, was eine Drehung noch weiter beschleunigen könnte, wäre mehr vorhanden. Es würde alles stillstehen. Stürme sind dann immer blöd, wenn sie uns entgegenkommen. Und wenn sie, also Bäume entwurzeln und wenn Hausdächer wegfliegen und was weiß ich was alles. Aber eigentlich wissen wir das. Tornados. Das ist ja dieser tolle Wirbel, der alles durcheinander wirbelt. Das passiert immer dann, wenn Menschen ihre Gedanken nicht im Griff kriegen. Und offenkundig haben wir unsere Gedanken nicht im Griff. No. Nicht, wenn wir da auf jede Schlagzeile achten und dann sofort das Geschrei losgeht, hängt ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das ist genau das Gleiche. Tja. Und das bedeutet für einige erstmal alles, oh Gott, oh ja, eben, oh Gott. Jetzt fang an, alles zu verarbeiten in dir, alles okay, kein Thema mehr. Es geht jetzt nur noch darum, dass du deine eine Rotation wieder in die Höhe kriegst. Aber sowas von flott. Und das bedeutet, dass alles andere, was früher mal eine Rolle gespielt hat, überhaupt gar keine mehr spielt. Aber es war doch so wichtig und es war doch so schön. Ach, und ich habe dir noch so lieb. Warum? Weil er dir andauernd Ärger macht? Oder weil es dir andauernd Ärger macht? Wenn er und du die gleiche oder sie und du, mein Gott, wenn der andere und du die gleiche Drehgeschwindigkeit hätten, würdet ihr euch lieben können, ohne dass ihr euch gegenseitig im Weg steht. Aber so kommt es zu endlos Diskussionen. Wo warst du gestern? Was hast du genau getan? Hast du einen anderen? Hast du eine andere? Oh Gott, das ist so völlig uninteressant. Wenn du einen Menschen liebst, wenn er da ist, weil er dir dann Freude macht, dann fabelhaft, dann hör auf, ihn irgendwelche Zwangsjacken anzulegen, sonst hört er schnell auf, dir Freude zu machen. Weil du ihm keine mehr machst. Es wird immer darauf ankommen, dass man sich selber einfach hochhält. Darum sage ich ja auch immer, du bist das weißt du dich deines eigenen Seins. Das war nicht, um euch alle Honig ums Maul zu schmieren. Das sage ich, weil das ein Fakt ist, weil das die Wahrheit ist. Glaub mir, früher, weißt du, so ungefähr vor 20, 30 Jahren, oh Gott, hätte ich das nötig gehabt. Hätte ich das nötig gehabt, dass man sagt, oh, du bist ja so klasse und ich finde dich ja einfach klasse und ich finde dich wirklich gut und ich finde dich prima und ganz ehrlich, ich finde dich echt gut. Was hätte ich vor 30 Jahren gebraucht? Oh Gott, und wie?
Vor 20 Jahren, oh ja. Aber da fand mich keiner klasse, aus gutem Grund. Weil ich mich selbst auch nicht klasse fand. War ich auch nicht. Sonst hätte all das, was mit dem Leben passiert ist, gar nicht passieren können. Im Klartext, wenn ich dir sage, du bist das weiße Licht deines eigenen Daseins, dann deshalb, weil es die Wahrheit ist, weil es stimmt, weil es wahr ist und weil du daran nie einen Zweifel haben darfst, wenn du Wert darauf legst, dass deine Rotation ordentlich sich aber sowas erhöht. Denn nur an einer wirklich schnellen und hellen Rotation kann keine Störfelder mehr sein. Und alles, womit du anderen kommst, ist in deren, also ist in einem extremen Außenbereich. Ist für den anderen nur noch, es tangiert ihn wirklich nur noch so ganz leise weinen. Es tangiert ihn höchstens. Also was mich an meinen Bildern da oben interessierte, war eigentlich, also nicht nur war alles vorgestellt worden und eigentlich nichts richtig vor, also da konnte eigentlich nichts von hin. Aber letztendlich tangiert sich alles nur. Letztendlich kann man das leicht auflösen. Also ist das auch. Letztendlich spielt es überhaupt gar keine Rolle mehr. Ob da ein Dreieck runterrutscht oder dann Kreis da seine Kreise zieht oder da ein Dreieck, ein Kreis da anstupst oder so, ist völlig wurscht. Es rotiert alles in einer himmlischen Leichtigkeit. Und so will ich auch sein und da will ich auch hin. Da komme ich aber nicht hin, wenn ich dann mit einer Liste von Anklagen komme und sage, hier, guck mal, was die da alle gemacht haben. Was? Wer ist denn das überhaupt? Hauptsache, du weißt, wer du bist. Die Einzige, die niemals vergessen darf, wer du ganz genau bist, das bist du. Und darum bist du auch ein weibliches Prinzip. Das weibliche Prinzip ist ein veränderliches Prinzip. Das muss sich auch verändern. Im Leben gibt es keinen Stillstand. Da gibt es nur Bewegung, 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 um etwas rum, um Ulm, um, also in Ulm, um Ulm und um Ulm herum, sozusagen, da rotiert immer alles. In welcher Stadt, ist völlig egal. Es ist wirklich völlig wurscht. Wir haben uns das Mittelalter, das frühe Mittelalter, das die Antike und die Vorantike und die, ach Gott, was weiß ich, nur so unglaublich schwer gemacht. Wir hatten es ja auch schwer. Und wie wir es schwer hatten. Oh ja, so schwer, dass wir einmal angefangen haben, den anderen mit irgendwelchen Anklagen zu belasten. Na, war ja auch belastet. Also wenn die Anklagen richtig waren, ganz egal, in welchem Jahrhundert dann die Verbrechen stattgefunden haben sollen, die man ihnen da zur Last legt, dann deshalb war es ihnen noch ganz gewaltig beschwert. Und in dem Augenblick wurde ich etwas belastet, ist deine Rotation nicht mehr ganz so perfekt. Also hör auf dem, was dich belastet, Rechnung zu tragen. Es führt nur zum Bösestum. Es führt wirklich nur zum Übel. In der Bibel steht etwas in dem Psalm von wegen seine Worte, und damit ist der Herrgott ja gemeint, seine Worte sind, also, sind süß wie Honigseim. Liebes Kind, deine Worte werden süß wie Honigseim sein. Du wirst dich pausenlos in den Himmel loben. Und du wirst dich einfach nur klasse finden. Weil du es bist. Und weil deine Rotation sehr schnell ist. Und keiner mehr einen Anschluss daran findet, dass das deine Drehbewegung, dein ewiges Rotieren noch ein, das sorgt nicht mehr für einen Stillstand, für etwas anderes. Wow, da haben wir es aber. Donnerwetter. Belaste dich jetzt bloß nicht mehr im Quark, was wir früher mal gedacht haben. Es führt nur zum Stillstand. Und jetzt kannst du jedes Wort aus irgendwelchen Schriften nehmen, alten Schriften, ganz egal was. Du kannst jedes Wort nehmen. Bringt das dein Herz dazu, schneller zu schlagen? Bringt es dein Herz dazu, schneller zu rotieren? Bringt es dich dazu, dich leichter zu fühlen? Ja oder nein? Wenn nein, lass es. Lass es. Ein kleines Windrad hier mitten im Leben. Und es macht Spaß. Und du wirst deine Kreise auch immer weiter und weiter ziehen. Alle anderen werden sich, die versuchen, das zum Stillstand zu bringen, die würden versuchen, dir einen Keil zwischen deinen Windrädern zu schieben, aber das können sie gar nicht mehr. Weil sich da alles das, was sich da dir nähert, von vornherein, sofort auseinandersetzt, also auseinandersetzt, dir auflöst. Mit anderen Worten, es zerfällt. Und etwas, was verfallen ist,
sie ein Häufchen Asche. Da stört nichts mehr. Weil es verweht. Es darf nur nicht zu viel Asche in dein Getriebe rein. Und darum solltest du auch dahin, wo das möglichst klar ist und wo nicht so viel Staubverwirbelungen sind. Verwirbelungen sind. Das haben wir wohl nicht bedacht, als wir unser Leben begannen. Wir konnten es auch nicht mehr. Wir haben die Fähigkeit längst verloren gehabt. Ja, können wir sie jetzt eben wieder? Es kann doch nicht sein, dass dir da irgendjemand noch wegen irgendwas, was vor 30 oder 40 Jahren passiert ist, auch Vorwürfe macht. Nein, das passiert auch nicht, aber du hast sehr wohl die Wahl, wenn du ganz genau weißt, was das für ein Kunde vor 20 oder 30 Jahren gewesen ist. Dann kannst du durchaus den Abstand halten. Wenn es dich nicht freut, dass ein anderer da ist, dann guck zur anderen Seite. Du musst dich nicht davor rechtfertigen. Wirklich nicht. Die Rechtfertigung muss ja da und du hast vor 20 Jahren mal das und das getan. Das interessiert überhaupt nicht. Aber so wie er dir jetzt entgegenkommt. Ach nee. Ach nö. Ach nein. Es ist mir zwar völlig egal, was vor 20 Jahren passiert ist, aber es ist mir auch egal, was vor 10 Jahren passiert ist. Es ist mir auch wurscht, was vor 5 Jahren passiert ist. Aber hör auf, mir die Ohren voll zu sammeln. So könnten wir es hinkriegen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Es ist höchst vergnüglich zu erleben, wie auf einmal die eigene Rotation beginnt. Auf einmal merkst du es. Ich kann dir das nicht beschreiben. Ich kann dir ich kann dir das, die eigene Leichtigkeit nicht beschreiben. Ich kann dir die eigene Freude nicht beschreiben. Ich kann dir einfach nicht beschreiben, wie irre das ist. Wie fabelhaft das ist. Es gibt einfach Begrifflichkeiten hier, oder es gibt etwas hier, es gibt etwas, was dann passiert. Dafür haben wir auf der Erde keine Worte. Aus gutem Grund. Wir hatten diesen Bewusstseinszustand ja noch nicht. Aber dass es um deinen Bewusstseinszustand geht, das garantiere ich dir. Du hast noch so lange eine Anbindung, wie es braucht, um allen anderen keine Hindernisse vor die Füße zu legen. Um allen anderen Unrecht zu tun oder so etwas. Das funktioniert nicht. Also Raubüberfälle und Banküberfälle oder irgendwelche Morde oder Eifersuchtsmorde, Eifersuchtsdramen oder irgendwelche Familientragödien oder wenn da irgendwelche Menschen umgebracht werden, weil sie angeblich die Ehre der Familie beleidigt haben oder sowas. Bitte Leute, das gehört ins finsterste Mittelalter. Also erzählt mir keinen Quatsch von wegen Ehrenmorden oder so. Oder erzählt mir keinen Unsinn von wegen, die Frauen müssen die Ehre der Familie verteidigen, während die Männer dann losbumsen und ihren Spaß haben. Ja, hört mit dem Unsinn auf. Aber auf der Stelle. Wir hören nicht wenige Menschen aus diesen Herkunftsländern auch zu. Ich weiß ja, dass euer Denken da anders gewesen ist und dass das Denken da anders ist, aber ehrlich gesagt, es interessiert doch überhaupt nicht. Und wenn du noch zu denen gehörst, die Meinung sind, Frauen müssen gesteinigt werden, weil sie einen Liebhaber haben, ja, dann gerne zurück ins Mittelalter. Also keiner wird dich hindern, bitte, wenn du willst. Aber in absehbarer Zeit werden die Windräder von sehr vielen sehr, sehr schnell rotieren, weil sie es einfach nicht mehr wollen. Und dann wäre die Frage zu stellen an dich, oder dann würdest du dir selbst stellen, wo bist du dann? Deinen wirklichen wahren Standort kennst nur du. Ich meine, ich werde es von außen niemals betrachten können. Ich werde von außen niemals wissen, was du genau gedacht hast. Ich werde von außen niemals wissen, was dich genau verleitet hat, mir meine Worte anzuhören. Ich werde niemals wissen, warum du irgendwas getan hast. Und ich werde niemals wissen, was dich befähigt hat, das oder das zu tun. Und es wird mich auch niemals interessieren. Was mich interessiert, ist, dass mein eigener Flügelschlag sozusagen, meine eigenen Windräder, die rattern aber wie. Ohne, dass sich da irgendjemand irgendein Quatsch auffällt. Ja, okay. Auch das ist eine Art, das Leben zu betrachten. Und das Beste ist, es wird niemanden mehr beschweren. Und dich schon gar nicht. Nur auf dich kommt es voran. Das also ist die Kristallrotation. Die hat aber was, was? Du bist der Kristall deines Lebens. Du bist die Kristallrotation selbst. Rambazamba, was? Und darum auch Tabula Rasa. Tabula Rasa heißt im Grunde genommen, wir putzen die ganze Platte wieder blank. Wir putzen die Tafel wieder blank. Alles wieder frei. Nichts hindert mehr. Das ist Tabula Rasa.
und keinem trägt einen noch was hinterher. Das ist genial. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss.